Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Sabbat, 8. Dezember. Unser Andachtswort steht heute in Markus 2, Vers 27, und ich lese nach der Hoffnung für alle. Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Mit dieser Aussage bestätigte Jesus selbst, dass die Einrichtung des wöchentlichen Ruhetags weder auf Mose zurückzuführen noch überhaupt jüdischen Ursprungs ist. Schon im Paradies hatte der Schöpfer dem ersten Menschenpaar diese Wohltat verordnet, nachzulesen in 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3. Dieses gab das Geschenk Gottes seinen Nachkommen weiter. Der Sabbat soll jedem Menschen zugute kommen, und zwar an Körper, Seele und Geist. Die Ruhe auf das rein körperliche Bedürfnis zu beschränken, etwa um den Nachholbedarf für versäumten Schlaf während der Woche abzudecken, wäre eine Verkürzung der göttlichen Absicht. Darf nun der Christ willkürlich und nach Belieben über die Zeit des Ruhetages verfügen? Den Segen des Sabbats erlebt, wer an diesem Tag sowohl die Gemeinschaft mit Gott als auch mit Gleichgesinnten pflegt. Im Gottesdienst, in der Familie, beim Besuch von Kranken und Einsamen und so weiter. Es ist allerdings unmöglich, diesen Tag im Sinne des Schöpfers zu feiern, wenn man keine Beziehung zu ihm, dem Herrn des Sabbats, hat. Denn ohne eine Vertrauensbeziehung zu Jesus wird diese göttliche Einrichtung ihres tiefen Sinns beraubt und verflacht zur bloßen Freizeit. Für Kinder Gottes, für Menschen also, die sich bewusst für ihn und seine Familie, die Gemeinde, entschieden haben, ist der wöchentliche Sabbat ein Fest, bleibt aber zugleich der Tag des Herrn. Beide Komponenten, Fest und Tag des Herrn, ergänzen sich wie die Waagerechte und die Senkrechte im Kreuz. Dass er der Herr des Sabbats sei, betonte Jesus deshalb, weil es ihm darum ging, die Zusätze aus der jüdischen Überlieferung abzubauen, durch die der Sabbat mehr und mehr zu einer Last geworden war. Dieses Geschenk Gottes sollte wieder seinen ursprünglichen Sinn erhalten. Auch aus diesem Grund heilte Jesus Sabbats selbst chronisch Kranke, die ohne weiteres ein paar Tage länger hätten warten können. Für die am Sabbat Geheilten blieb dieser Tag als ein befreiender Tag in dankbarer Erinnerung. Ich bin froh, am Sabbat beides zu erleben, die Gemeinschaft mit meinem Schöpfer und Erlöser und die Gemeinschaft mit meinen Glaubensgeschwistern. Heiner Lachmann.